finde es super, mir gefällt es. Weil man sich dadurch die 10 Gebote auch einmal wieder in der Neuzeit auch neu überdenken kann. Also besonders eindrucksvoll finde ich den Kontrast zwischen dieser uralten Kirche, die Gaukirche, schon mehrere Jahrhunderte alt, und dann diese moderne Interpretation von Religion. Ich bin einfach ganz angetan davon, wie Udo Lindenberg das hingekriegt hat. Besonders gut hat mir das Gebot, du sollst nicht stehlen, gefallen, weil man davor steht und erst überlegt. Und das ist ja nun das Kontrastgebot zu den anderen. Das Besondere finde ich bei ihm, dass er doch eigentlich, was mir vertraut ist, mit den 10 Geboten in seiner ganz eigenen Sprache umgeht. Also sich das ganz selber erschließt und man doch einen Einblick auch in seine Gedankenwelt bekommt und was das eigentlich für ihn bedeutet. Also die, sag ich mal, vom Ursprung her angeblich mit Likör gemalt, Bilder statt Aquarell, Liquorell. Ich finde die Farbzusammenstellung und die manchmal die drastischen Farben und aber auch die dann wieder ineinander übergehenden verschwommenen Farben. Das finde ich super.